mit dieser Chance, die ich jetzt genutzt habe, mit dieser Therapie, über die psychische Erkrankung, habe ich nicht verloren, sondern ich habe ganz viel Neues dazu gewonnen. Ich denke, mit dem werden mir andere Türen geöffnet, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Klar kann es sein, dass ich abgelehnt werde, aber ich stehe zu meiner Krankheit. Ich will auch nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, der das nicht akzeptiert und nicht sieht, was für eine wertvolle Chance das eigentlich auch sein kann. Gerade wenn man jung ist. Ich würde mir wünschen, dass ein Umdenken in unserer Gesellschaft stattfindet. Dass eine psychische Erkrankung genau gleich akzeptiert wird wie eine körperliche Krankheit. Dass es nichts anderes im Prinzip ist, sondern eine Krankheit, die halt auch Behandlungsbedarf benötigt und vielleicht halt etwas länger Behandlungsbedarf benötigt, aber eigentlich genau das Gleiche ist. Man ist krank und Punkt. Man kann genau gleich auch nach einer psychischen Erkrankung wieder ins Berufsleben einsteigen und wieder genau gleich oder sogar noch besser belastbar sein als vorher. Ich habe so viel gelernt über mich selber. Ich komme gestärkt aus dieser Therapie raus. Ich weiss jetzt, wie ich handeln muss, was ich machen kann, wenn ich wieder in so eine Lebenssituation hineingerate. Also, ich weiss mir gut zu helfen und es wird sicher nie mehr so schlimm kommen, wie es jetzt war, weil ich genau weiss, was ich dann zu tun habe. Ich habe so eine Persönlichkeit gewonnen durch die Therapie. Ich bin wirklich eine starke Person geworden, die weiss, was sie will, die ihre Meinung äußern kann, die sich nicht zurücknimmt und immer nur Ja sagt zu allem, sondern auch Nein kann sagen. Vorher habe ich doch immer gesagt, ich will die alte Jenny sein. Und jetzt habe ich mir gemerkt, nein, stopp. Die alte Jenny hat mich genau in diese Situation gebracht überhaupt. Wieso will ich die alte Jenny sein? Ich glaube, die neue Jenny ist viel cooler und viel besser und macht viel mehr Spass.